Hallo und guten Abend miteinander. Ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DKB-Bundesligaspiels zwischen dem VfL Gummersbach und dem TuS N Lübbecke. Das Spiel stand zur Halbzeit 13:16, also zugunsten des TuS. Und das Endergebnis war 29:27 zugunsten des VfL Gummersbach. Schiedsrichter heute in der Schwalbe Arena waren Philipp Dinges und Daniel Kirsch. Und die Schwalbe Arena war mit 4.132 Zuschauern ausverkauft. Ganz herzlich darf ich begrüßen den Gästetrainer, hier in Gummersbach gut bekannt. Herzlich willkommen, Sead Hasan Efendic. Zu meiner Linken den Trainer des VfL Gummersbach, Emir Kurtagic. Und zu dessen Linken der Geschäftsführer des VfL Gummersbach, Frank Flatten. Lieber Sead, nicht ganz so glücklich, glaube ich, gerade im Moment. Erzähl uns doch bitte mal deine Sicht der Dinge. Ja, glücklich. Teilweise bin ich glücklich, weil ich habe einfach Chance bekommen, einfach dann ich erlebe diese schöne, fantastische Arena einfach von innen, einfach vom Spielfeld auch und nicht nur als Zuschauer, wo ich war schon mehrere Mal. Einfach ein besonderes Spiel in jedem Fall, aber okay, das sind Bundesliga zwei Mannschaften und einfach das ist eine Spiel von Bundesliga, ne? von beiden Mannschaften wichtig. Von Frau Fell einfach dann geht in diese Richtung, welche hat schon gemacht bis jetzt, ne, einfach nach vorne zwischen 10 Mannschaften, vielleicht zwischen 8 auch, ne, einfach dann die beenden einfach erfolgreich diese Saison mit Enthusiasmus und dann eventuell angreifen nächste Saison noch mit höheren Zielen, was ich wünsche und gönne und einfach wäre mich lieb. Von unserer Seite einfach von Lübbecke einfach, das ist ein Moment, wo kämpfen wir einfach für unsere Teilnahme in Bundesliga, ne? Und jede Goal, einfach Tordifferenz, jeder Punkt einfach, was wäre Erleichterung einfach für uns sehr wichtig ist. Wir haben unter schweren Bedingungen, ich muss sagen, schon eine bestimmte Zeit einfach, wo mehrere Spieler rausfallen und wo spielen wir mit einem kleinen Kader und immer noch mit diesem kleinen Kader auch mit Spielern, welche sind angeschlagen und welche sind nicht fit. Dann wir kämpfen einfach bis unsere letzte Möglichkeit einfach und leider das belohnt sie nicht, ne? Einfach ein großartiges Spiel auch zu Hause gegen Rhein-Neckar Löwe und ich glaube auch heute waren wir einfach lange Zeit einfach gute Mannschaft im Spielfeld und einfach okay, erste Halbzeit haben wir auch deutlich geführt, ob das verdient ist oder nicht nach der Leistung, aber wir haben deutlich geführt. Ich kann nicht erklären, diesen Umbruch in zweiter Halbzeit nur mit einfach dann Spieler müde waren und so, weil das wäre leichter zu sagen. Ja, klar, dann die waren müde, weil mehrere haben über 60 Minuten gespielt. Aber ich werde sagen, einfach zwei wesentliche Sachen. Ne? Diese Eröffnung von zweiter Halbzeit war in Günste von Gummersbach. Ne? Einfach von unseren plus 3, wir sind gekommen in minus 1. Ne? Einfach sehr schnell sogar. Das war nicht abgesprochen, nie einfach gewünscht. Und dann zweitens einfach, wir haben selber einfach verschiedene hundertprozentige Chancen nicht herausgeholt. Dank auch sehr guter Leistung von beiden Torwart, einfach Lichtlein und auch Pool. Beide haben sehr wichtige Momente gute Reaktionen gehabt. Ne? Ich werde nicht erinnern, 3-7 Meter, ich werde nicht erinnern, zwei Linien von 6 Meter von Kreislaufer oder linke oder rechte Fliegerlauf, wo war hundertprozentige Chance für Schutt. Das war alles abgewandt und einfach in solche Spiel, wo kriegst du einfach, wo spielst du am Ende letzte 30 Sekunden oder so, einfach für ein Unentschieden eventuell, du bekommst Goal und dann ist 2 Tore und nicht Unentschieden, aber in solche Spiel kannst du dir das dann nicht erlauben. Ne? Du musst präziser sein und einfach solche Sachen nicht sich erlauben. Einfach Gummersbach hat gespielt wie Spiel ganze Saison, einfach mit Leidenschaft, mit starke Verteidigung, mit Glaube für starke Verteidigung, mit guter Torwart. Dieses Mal war weniger so individuelle Gegenstoße von Santos oder von Mughala. Aber dank auch unserem Spiel, wo haben wir einfach gesteuert so und wir haben gesagt, lassen wir nicht einfach Bälle einfach für solche Aktionen. Und Gummersbach war einfach immer in einem Niveau mit einer
Tempo, welches ist sehr stark mit Ernst, mit Schröder, mit Kuhn, mit Bult. Einfach immer stärke Duelle 1 gegen 1, immer stärke 2-2, immer stärke Schutt, wenn jemand geht nicht raus. Ne? Auch Kreislaufer, beide waren gefährlich, ne? Und einfach im Zweikampf und so weiter. Das heißt, das war schwer für uns auch. Ne? Und einfach mit diesem Tempo, Gummersbach hat Durchbruch gemacht in dieser zweiten Halbzeit. Und dieser Durchbruch war für uns einmal, zweimal zu holen. Einfach, ich will nicht sagen, wieder Leistung ein oder andere, aber war zu holen. Aber wir haben gerade in diesem Moment einfach nicht Tor gemacht von wichtigen Situationen. Und am Ende einfach versucht zu eventuell unentschieden und einfach zwei Tore. Und gratuliere einfach an Frau Fell. Einfach wünsche alles Gute. Und ich habe nichts gegen meine Spieler, weil die haben von sich alles geben, ne? Und ich habe mir gewünscht, eventuell eine glückliche Unentschieden, beispielsweise Erleichterung für uns und so. Aber einfach Leben geht weiter. Im Sport immer gibt es jemanden, wer gewinnt, jemand, wer verliert. Und einfach, ich sage noch einmal, hat mir sehr große Freude gemacht. Dann, ich bin hier in der Halle und dann auch als Gegner von Gummersbach. Aber einfach, ich unterstütze alles und ich sage bravo für alles, für neue schöne Halle, für gute junge Mannschaft, für einfach Ambition, welche Vereine zeigen. Ne? Und ich gönne nur eine gute Zukunft und bravo. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Sanne Fendic. Und nun wollen wir die Meinung abholen des Trainers des VfL Gummersbach, Emir Kurtagic. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Glückwünsche. Die werde ich auch sofort an meine Jungs weiterleiten. Das ist kein einfaches Spiel gewesen. Erwartungen wie immer. Nach einem guten Spiel im Wetzlar, ganze Halle ausverkauft, war erwartet, dass wir auch Lübeck schlagen, die unten stehen. Und das ist keine leichte Aufgabe gewesen. Und wir haben uns große Mühe in der ersten Halbzeit mit unserer Abwehr, mit auch ein paar unglückliche Aktionen, die ein wenig Verunsicherung in unsere Reihen gebracht haben. Wir haben eigentlich nicht schlecht gespielt, im Angriff war alles gut, aber wir haben keinen Zugriff in die Abwehr bekommen. Und ich ärgere mich über viele Aktionen in der ersten Halbzeit, wo es vielleicht ein wenig unnötig war. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es eine sehr, sehr gute Mannschaft, die heute als Gegner da war. Ob Vukovic, Borosan oder Schönger, das sind Spieler vom internationalen Format, die heute wirklich auch in der ersten Halbzeit speziell einen super Wurftag erwischt haben. Und wo jeder Ball drin war oder wo wir einfach nicht aggressiv genug gedeckt haben. Und das hat uns ein wenig das Leben erschwert und vor allem ein wenig uns verunsichert. Ich denke auch, die drei Tore zur Halbzeit kommen aufgrund eines Überzahlspiels, was wir haben. Und wir verlieren zweimal Ball vorne und Lübeck macht zweimal Tore in Unterzahl. Und das war meiner Meinung nach nicht realistisch, drei Tore, weil wir haben eigentlich war nicht viel schlechter als Lübeck und klar, wie Serhat das gesagt hat, wir haben diese 7-1-Lauf nach der Halbzeit hat uns auf die Siegerstraße gebracht und das muss man auch speziell so einer jungen Mannschaft einfach hoch anrechnen. Das ist nicht selbstverständlich, dass eine junge Truppe auf diese Art und Weise sich auf diesem Niveau präsentiert. Mit drei Toren, wir waren unglücklich, alle mit hängenden Köpfen in der Kabine. Wir haben uns viel mehr vorgenommen für das letzte Spiel. Wir wollten das unbedingt gewinnen. Und dann diese zweite Halbzeit, speziell der Beginn, war wirklich sehr, sehr schön. Ich war sehr stolz in gewissen Momenten in dieser zweiten Halbzeit auf meine Jungs und gratuliere wirklich jedem Einzelnen zur tollen Leistung heute und zu einem schwierigen Spiel gegen eine Mannschaft, die ja, ich glaube, durch ist, aber immer noch rechnerisch gegen Abstieg kämpft. Ich kann das nachvollziehen, was vielleicht jetzt im Kopf von Lübeck geht. Ich kann nachvollziehen, dass es diese Brüche gibt. Es ist auch nicht so lange her, dass wir in einer ähnlichen Situation waren, auch sehr gut gespielt haben, dann verlieren mit ein, zwei Toren. Aber man darf nicht vergessen, dass Lübeck vor zweieinhalb Monaten wirklich für mich persönlich als Abstiegskandidat Nummer 1 feststand. Und diese Euphorie, die sie jetzt mit Serhat gehabt haben, und man darf nicht vergessen, einfach zwei Punkte in Magdeburg, Punkt in Berlin. Und das sind nicht selbstverständliche Punkte, wenn man bedenkt, wo jetzt Lübeck stehen würde ohne diese drei Punkte. Wäre eine unheimlich schwierige Situation für den Gegner und für meinen Kollegen. Ich wünsche Lübeck nur das Beste für das letzte Spiel gegen Erlangen. Ich glaube, dass
das machbar ist und ich hoffe, dass das klappt mit nicht Abstieg. Zum Schluss bedanke ich mich wirklich bei 4.132 Zuschauern, die heute da waren. Ich bedanke mich bei unserem Geschäftsführer, auch wenn die Saison noch nicht zu Ende ist, bei unseren Sponsoren, bei unserem Aufsichtsrat, für eine wirklich tolle Saison. Wir haben das sehr, sehr gut hinbekommen bis jetzt. Ich denke, dass wir gerade am Anfang einer großen Entwicklung sind. Ich glaube, es werden noch schwierige Phasen kommen auf diese junge Mannschaft. Und ich glaube, wir müssen einfach weiter nach vorne schauen. Wir müssen einfach diese positive Euphorie, die im Moment in Gummersbach herrscht, weiter ausnutzen. Und ich wünsche mir, dass wir, auch wenn noch ein Spieltag vor uns ist und wir sicherlich auch in Hamburg alles geben werden und zwei Punkte hoffentlich holen werden, auch diese Unterstützung in der Saison 15-16 auch hier haben werden. Vielen Dank für alle oder an alle und das war's von meiner Seite. Ja, vielen Dank an Emir Kotagic. Emir ist als Trainer sehr stolz auf seine Mannschaft. Lieber Frank, bist du als Geschäftsführer stolz auf Mannschaft und Trainer? Ja, schönen guten Abend. Ich glaube, ich brauche zum Spiel nicht viel zu sagen. Die Trainer haben das richtig analysiert. Natürlich bin ich stolz auf das, was hier geschehen ist in den letzten Jahren und Monaten. Ich bin stolz darauf, was Emir mit seiner Mannschaft hier geleistet hat in der letzten Saison, auch wenn ein Spiel noch offen steht. Und ich denke, Seat, wenn du mit Freude dabei bist, dann zeigt das auch, dass dein Herz für Gummersbach schlägt und das adelt den Verein, dass du uns hier Komplimente machst. Die nehme ich sehr, sehr gerne auf. Ich freue mich auch, immer wieder dich in der Halle zu sehen. Du warst immer wieder da und ich kann nur Dank an alle Beteiligten sagen, an das ruhige Umfeld, an die Sponsoren insbesondere, an die Gesellschafter, aber auch den vielen Fans da draußen, die uns wirklich hier mit Euphorie nach vorne getragen haben. Es macht richtig Spaß und ich hoffe einfach, dass jetzt noch ein kleiner Ticken dazukommt, dass die Dauerkarten noch mehr abgegriffen werden, weil wir sind jetzt 6-mal ausverkauft gewesen seit November. Das macht Freude, das macht Spaß und ich kann alle nur ermuntern, den Weg dieser jungen Mannschaft mitzugehen und ich glaube, wir können hier in der nächsten Saison mit großem Mut, viel Respekt natürlich vor den Aufgaben, aber auch mit dem Enthusiasmus gehen, den wir uns dieses Jahr aufgebaut haben und ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich auf die nächste Saison. Dankeschön. Vielen Dank an Frank Flatten. Und jetzt, meine Damen, meine Herren, feuerfrei für Ihre Fragen an einen oder an alle drei Herren. Das ist nicht gewünscht. Dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Hiersein. Wir sehen uns im August allerspätestens wieder, wenn die neue Saison beginnt. Vielen Dank, guten Heimweg, schönes Wochenende. Bis bald. Alles Gute und danke.